1968. Wie es kam, wie es war, was daraus wurde. Eine Hörgeschichte von und mit Otto Kühlmeier. Erster Teil. Vom braven Vorarlberger Ministranten und Pfadfinder zum linken Bürgerschreck in der Grazer Kommune. Meine Damen und Herren, liebe Familienangehörige, liebe Verwandte, Bekannte, Nachbarn, liebe St. Marein am Pickelbacher und Pickelbacherinnen, liebe Dornecker, Langecker, Krummecker, Oberecker, Unterecker, Vorderecker, Hinterecker, liebe Petersdorf, Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, liebe Bewohner von Dackern 6, 7, 8 und 9, liebe Steirerinnen und Nicht-Steirer, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu unserem heutigen Programm 68er. Der 68er, die 68er, die 68er, der 68er, wie es euch gefällt, was ihr wollt, von beidem etwas dabei. Die 68er, diese wilden Jahre von Peace, Love and Happiness, die vor 50 Jahren, vor einem halben Jahrhundert, die Welt veränderten, als man sich Blümchen ins Haar steckte und die freie Liebe lebte, als man auf die Straße ging und gegen das Alte und die Alten protestierte, gegen die Verlogenheit der Elterngeneration, gegen das Schweigen der Väter, gegen die Prüderie der bürgerlichen Gesellschaft, als man sich die Haare wachsen ließ, gegen den Vietnamkrieg auftrat und eine völlig neue Musik hörte. Statt Fico Toriani oder Rocco Granata, statt Heide Brühl und Katharina Valente, statt Ivo Robic, Gus Bacchus oder Freddie Quinn, lauschte man den Stones und den Beatles, The Who, The Doors, The Cream, Ten Years After, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Ike and Tina Turner oder Creedence Clearwater Revival. Statt Schlagern wie La Paloma, oh hey, in die tiefblaue See, hey, alles vorbei, Tom Tully, ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt. Marina, 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 mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Stattdessen hörte man Satisfaction und Revolution, Let's Spend the Night Together und Jumping Jack Flash, No Milk Today, Haha, Set the Clown oder Smoke on the Water. Die, da, 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 au, 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 au. Ja, ja. Es waren wilde Jahre, damals, vor 50 Jahren, vor einem halben Jahrhundert, als wir versuchten, die Welt zu verändern. Neben dieser Zeit, neben den 68ern, soll heute Abend aber auch der 68er nicht zu kurz kommen. Der junge Mann, der in voller Blüte vor euch steht, und vor kurzem seinen 68er feierte. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday, lieber Otto, Happy Birthday to me. Dankeschön. Naja, ist ja schon eine Zeit lang her und der 70er steht unmittelbar vor der Tür.
aber wie auch immer, der 68er, die 68er, die 68er, der 68er oder der 68er feiert die 68er oder die 68er feiern die 68er oder wir 68er feiern die 68er. Die Frage ist nur, wie beginnen? Wie soll man so ein Programm eröffnen? Okay, 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 okay. Ganz von vorne, von Anfang an. Da da di da dan, da dan, da dan. Das sollte jetzt die Filmmusik aus Der dritte Mann sein. Da da di da dan, da dan, da dan. Anton Karas auf seiner Zither. Di 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 da dam da dam da dam. Wir schreiben das Jahr 1949, mein Geburtsjahr. Di 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 di. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Österreich liegt zerstört darnieder. Es fehlt an gar vielem. Armut herrscht. Hunger geht um, der Schwarzmarkt blüht. In Wien sind die vier im Jeep unterwegs, die vier Besatzungsmächte, Engländer, Franzosen, Russen, Amerikaner. Der äußerste Westen Österreichs, vor Aberberg, wird von den Franzosen besetzt. Das heißt, nicht eigentlich die Franzosen selbst sind da, sondern vielmehr Soldaten aus den französischen Kolonialländern, aus Algerien, aus Marokko. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass in dieser Zeit zwischen 1945 und 1955 im an sich ja sehr alemannischen, sehr blonden und blauäugigen Vorarlberg relativ viele Kinder mit ziemlich dunkler Hautfarbe auf die Welt kommen. Weil aber nicht sein kann, was nicht sein darf, wird das von der katholischen Kirche Vorarlbergs mit einer außergewöhnlichen Sternenkonstellation in dieser Zeit begründet, faktisch mit einem Wunder. Aber wie auch immer, 1949 vor Adelberg. Du Ländle, meine teure Heimat, wie hab ich dich so lieb, so gern. Du bist doch alles, was ich habe, du bist für mich mein Morgenstern. O mein Voradelberg, will treu dir bleiben, bis mich der liebe Herrgott ruft. O mein Voradelberg, will treu dir bleiben, bis mich der liebe Herrgott ruft. Im Hart am See, am Bodensee, kam ich zur Welt. Im Hart, nem Ort, der selbst sich zählt, zum Allerschönsten, Allerbesten aller Orte hier im Westen. Mir Harder, mir sind Königlüt, sind's Gäste gsi, mir sind so hüt, mir schaffen brav, tun Hüsle bauen. Und nicht nach der Weiber schauen. Wir Harder, wir sind ordentliche Leute. Wir waren das gestern, wir sind es auch heute. Wir arbeiten brav, tun Häuschen bauen und nicht nach den Frauen schauen. Ja. Vom Ländle also, komm her. Und hat's im Ländle draußen schwer. Jeden Morgen, meine Lieben, in die Kirche, punkt 6:30. Nein, nicht nur am Sonntag. Damals ging man jeden Tag zur Messe. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Am Sonntag sogar 3-4 Mal, je nachdem, wie viel Schuld man auf sich geladen hatte, mit wie viel Sünden am Rücken man sich durchs Leben schleppte.
Der tägliche Kirchgang und das tägliche Gebet wurden zu meinen zentralen Erinnerungen an meine Kindheit in Vorarlberg. Bertha und Hagar, Hagar und Bertha, also beten und Hagar, Hag machen, Zäune machen, Zäune bauen, aber darüber später dann ein bisschen mehr. Gebetet wurde eigentlich immer und überall und zu jedem nur denkbaren Anlass. Man betete am Morgen, nach dem Aufstehen, man betete vor dem Essen, man betete nach dem Essen, man betete am Abend, bevor man sich wieder hinlegte. Man betete in der Früh in der Kirche, man betete dann in der Schule vor Unterrichtsbeginn. Man betete vor dem Beischlaf, auf dass alles gut gehen möge. Man betete nach dem Beischlaf für die Sünden, die man eben begangen hatte. Selbst im Wirtshaus wurde immer wieder mal ein Stoßgebet gegen Himmel geschickt. Ja, leck mir am Vögler bei Gott, heiliger Bimbam, Jesus Maria und ein kleines Stückle Josef, wenn bloß als gut geht, oder? Man betete und betete und betete. Man betete, wenn's draußen donnerte, auf dass der Blitz nicht einschlagen möge. Man betete, wenn's trocken war, auf dass endlich Regen komme. Man betete, wenn's regnete, auf dass es nicht zu einer Überschwemmung führe. Man betete und betete und betete. In jedem Haus hingen wenigstens 20, 30 Kreuze an den Wänden, 4, 5 in jedem Zimmer und über jedem Bett. Das Weihwasserkesselchen. Sicher ist sicher, man weiß ja nie, oder? Und hilft's nüt, so schad's nicht, gell? Man betete und betete und betete und erzog uns zu braven, tüchtigen, fleißigen, vor allem aber züchtigen, keuschen Voradelbergern. Unkeuschheit ist eine Sünde. Unkeuschheit mit anderen, mit Mädchen, ist eine Todsünde. Aber noch schlimmer, die Mutter aller Todsünden ist Unkeuschheit an sich selber tun. Da kannst nämlich krank werden, da kannst der Schwindsucht holen, also lass es lieber Sibu, oder? Also ließen wir es und wurden zu braven, tüchtigen, fleißigen, züchtigen und keuschen Voradelbergern. Mit 7 stopften sie uns den Leib des Herrn ins Maul, erteilten uns die Absolution und machten uns zu Dienern Gottes, zu Ministranten. Davor mussten wir allerdings 7-jährig Latein lernen. Ja, damals wurde nämlich die Heilige Messe in lateinischer Sprache aufgeführt. Also hatten wir 7-jährig. Wir gingen gerade mal in die 2. Klasse Volksschule. Wir konnten kaum noch schreiben und lesen, aber wir mussten Latein lernen. Also studierten wir das ganze Kyrie eleison, urbi et orbi, ora et labora, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, auswendig, so dass wir's blind und im Schlafe aufsagen konnten. Alles dem Herrn Pfarrer zuliebe, einem stattlichen Mann, dickbäuchig, pausbäckig, immer ein paar Schweißtropfen auf der Stirn und stets eine gewisse Kurzatmigkeit aufweisend. Ja, Ottole, bist du auch da?
Ja, gehst mit mir ein Klelle in die Sakristei rein. Ich zeig dir etwas Schönes. Ja, komm nur, Büble, komm nur. Ich wurde also Ministrant, Vorbeter in der Kirche, Mitglied der katholischen Jungschar, Mitglied bei den Pfadfindern, zuerst bei den Kleinen, den Wölflingen, dann bei den Größeren, den Pfadfindern, und mit 14, 15... Mit Eintritt in die Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule in Bregenzrieden, später im Neubau in Bregenzvorkloster, wurde ich auch Mitglied der Vorarlberger Einheitspartei, der jungen ÖVP. Und dort wurde uns beigebracht, nicht nur brave, tüchtige, fleißige, züchtige und keusche Voradelberger zu werden, sondern auch erfolgreiche Voradelberger. Wenn du wettest, kannst du alles werden, du musst es bloß wollen, oder? Wenn du wettest, kannst du ein kleiner Pfanner, oder Rauch, oder Blum, oder Zumtobel, oder Doppelmeier, oder Hämmerle, oder Romberg wäre. Du musst es bloß wenden, oder? Also lernten wir brav. Schaffer, Schaffer, Hüslebauer und Hagmacher, Zäune machen. Jetzt Hüsle, braucht sie Hägle drum um. Und wenn das Häuschen noch so klein ist, ein Zaun muss her. Und wenn der Grünstreifen ums Haus gerade mal einen Meter breit ist, ein Zaun muss her. Und wenn's Gemüsebeetchen gerade mal Platz für 5 Paprikapflanzen bietet, grüne Paprika, keine roten, ein Zaun muss her. Bis daher und nicht weiter. Das gehört mir, da hast du nichts zum Sagen, da bestimm ich, oder? Das Vorarlberg meiner Kindheit erinnert mich ganz stark an das Amerika von heute, nur dass die Zäune draußen im Ländle nicht ganz so hoch waren wie der von Donald Duck geplante Zaun gegen Mexiko, aber sonst ein Wunder, dass sie das Loch, das sie vor über 100 Jahren aufgegraben haben und das Vorarlberg mit dem Rest Österreichs verbindet, dass sie das nicht längst schon wieder zugeschüttet haben. Aber bitte, was nicht ist, das kann ja noch werden. Dabei eigenartig. Denn eigentlich ist Vorarlberg ja ein klassisches Einwanderungsland. Ja, 1918... Nach dem Ersten Weltkrieg, da kamen die Vertriebenen aus Italien, also die Südtiroler, die keine Italiener werden wollten. Nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, kamen die Sudetendeutschen. 1956 kamen relativ viele Ungarn ins Ländle. Dann in den 60er Jahren, in der Zeit des Wirtschaftswunders, da kamen massenweise die Steirerinnen und Kärntnerinnen, um sich für ein paar Groschen mehr als in der Heimat, in der Textilindustrie im Ländle, die Seele aus dem Leibe zu nähen, oder um sich für ein paar Schilling in der Gastronomie untern Rock und ins Dekolleté greifen zu lassen. Dann kamen noch die Jugoslawen, dann kamen die Türken. Aber selbst wenn diese Leute heute in der dritten, vierten, ja zum Teil sogar fünften und sechsten Generation draußen leben. Einheimische sind sie noch lange nicht. Nee, du, der wohnt doch Dussa in der Südtiroler Siedlung, das ist ein Italiener, kein Österreicher. Nee, der wohnt im Riedussa am Lindwurmbergle, das ist ein Kärntner, kein Vorarlberger. Nein, der wohnt im Rüttele dusse, am Schlossbergplätzle. Das ist ein Steirer, kein Harder. Nein, du, nein, 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 nein. Ja, ja, der Vorarlberger Einheitspartei, der ÖVP, gelang es, unterstützt von den beiden Unterorganisationen der katholischen Kirche Vorarlbergs und den Vorarlberger Nachrichten, ganz, ganz ausgezeichnet,
den Ländlern klarzumachen, wie wunderbar und einzigartig ihr Ländle ist und wie wunderbar und einzigartig sie selbst, die Ländler, sind. Das beste Beispiel diesbezüglich erlebten wir im Jahre 1964. Ich sage nur Fusach. Damals beschloss die österreichische Bundesregierung, ein neues Schiff für den Bodensee bauen zu lassen. Die Bodenseeschifffahrt war Teil der ÖBB, der österreichischen Bundesbahnen, also eines Staatsbetriebes, folglich Sache der österreichischen Bundesregierung. Und diese Bundesregierung beschloss eben, das größte, das schönste Schiff bauen zu lassen, das je am Bodensee verkehrte. Und sie beschloss, dieses Schiff nach einem sehr berühmten, sehr verdienstvollen Österreicher zu benennen, nach Dr. Karl Renner. Karl Renner war einer der Staatengründer, wenn nicht der Staatengründer schlechthin, der Ersten Republik. Er war unser allererster Bundeskanzler und in der Folge auch noch Bundespräsident, also ein sehr verdienstvoller Mann. Allerdings war er Sozialdemokrat. Jetzt muss man wissen, dass es für einen Vorarlberger nichts Schlimmeres gibt als einen Sozialisten. Die Sozialisten würden nämlich ihnen, den Vorarlbergern, alles wegnehmen, was sie haben. All ihre schöne Hüsle mit der schönen Gärtle und der schönen Hägle drumum. Die würden nicht einmal davor zurückschrecken, alte Frauen zu vergewaltigen, ja nicht einmal davor, kleine Kinder zu fressen. Als also die Vorarlberger Einheitspartei, die ÖVP, unterstützt von den beiden Unterorganisationen der katholischen Kirche Vorarlbergs und den Vorarlberger Nachrichten, den Vorarlbergern klar machte, nach wem da dieses neue Schiff am Bodensee benannt werden sollte, ging ein einziger Aufschrei durch das Land. An Roter, bei uns am See, nie und nimmer! Ein Kommunist. Bei uns auf dem Bodensee, das kommt nicht in die Tüte. Als der Tag der geplanten Schiffstaufe kam und die Delegation aus Wien anreiste, wurde sie bereits bei ihrem Eintreffen im Ländle, also als der Zug aus dem Tunnel herauskam, in Langen am Arlberg, mit Dreck und Schutt und Asche empfangen. In Bregenz am Zielbahnhof warteten an die 40.000 Ländler, also die halbe Landbevölkerung, und das, obwohl ein ganz normaler Werktag, ein Arbeitstag, und es in aller Herrgottsfrüh. Die Delegation aus Wien, angeführt vom damaligen Verkehrsminister, einem gewissen Otto Probst, wurde mit den Worten Obst für Probst empfangen und mit faulen Birnen und faulen Äpfeln beworfen. Und der Weg vom Bahnhof in Bregenz zur Schiffswerft in Fusach wurde zum wahren Spießrutenlauf für die Delegierten. Mit Stöcken schlugen die Ländler auf deren Autos ein und bewarfen diese mit faulen Eiern, Haferlor, Bräber, Kässpätzle und allem, was man sonst noch im Haushalt entbehren konnte, so daß die Delegierten schließlich kehrt machten und unverrichteter Dinge zurück nach Wien fuhren. Schließlich wurde das Schiff nicht auf den Namen Karl Renner getauft, sondern auf den Namen Vorarlberg. Oh, mein Vorarlberg, Berg, Berg, bist zwar als Land ein Zwerg, 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 Alberschwende, Schoppernau, Lochau, Hörbrands und Geisau, der Mölz, der Nas und Lustenau. O mein Vorarlberg, Berg, Berg, bist zwar als Land, ein Zwerg, Zwerg, Zwerg.
Schon in den 70er Jahren hat ein lieber Verwandter von mir, Michael Köhlmeier, gemeinsam mit Reinhold Bilgeri, dieses wunderbare Lied auf das Land und die Ländler geschrieben. Trotzdem, trotz alledem, trotz Vorarlberger Einheitspartei, trotz Vorarlberger Kirche katholischer, trotz Vorarlberger Nachrichten, trotz Pfarrer, Lehrer, Bürgermeister, Ortsparteivorsitzenden, Pfadfinderführerin, irgendwie spürte ich in dieser Zeit, so Mitte der 60er Jahre, dass es da auch noch etwas anderes gab. Heimlich lauschte ich Radio Luxemburg, wo all die Lieder gespielt wurden, die von unserem Herrn Pfarrer verflucht, verteufelt und verboten wurden. In Bregenz, auf dem Weg zur Schule, da kaufte ich mir hin und wieder das Jugendmagazin Bravo, in dem mir ein gewisser Dr. Sommer alles über Penis und Vagina erklärte. Im Kino, vor dem Hauptfilm, also vor Ben Hur, sah ich in der tönenden Wochenschau Bilder der vier Pilzköpfe aus Liverpool und wie bei ihren Auftritten die Mädchen reihenweiß in Ohnmacht fielen. Und im noch jungen Fernsehen, Schwarz-Weiß-Fernsehen, wurde mir bewusst gemacht, dass die Mode der Zeit nicht nur aus der kurzen Lederhose und den wollenen Kniestrümpfen bestand. 1966 dürfte es gewesen sein, da beschloss ich, mit einem Schulfreund in den Osterferien nach München zu trampen, in den Englischen Garten. Der Englische Garten in München war für uns Jugendliche das Sinnbild für Freiheit. Für die ältere Generation war der Englische Garten Sinnbild für Anarchie und Chaos, für Gammler und Langhaarige, Ungewaschene für Dreck und Schund. Unsere Eltern durften nicht wissen, dass wir nach München trampten, also erzählte ich meinen Eltern, dass ich bei meinem Schulfreund in Bregenz übernachten werde, und mein Schulfreund in Bregenz erklärte seinen Eltern, dass er bei mir in Hart übernachten werde, und mangels an Telefon, das es damals in den Privathaushalten noch kaum gab und wenn, dann einen Dreiviertelanschluss, mangels Telefon war eine Überprüfung schwer nur möglich. Man stellte sich das vor. Wir waren 16, fast 17, aber unsere Eltern durften nicht wissen, dass wir 150 Kilometer weit weg nach München trampten. Heute trampen Achtjährige von Afghanistan bis Norwegen, barfuß, unbegleitet, und keine Sau kümmert das. Wie auch immer, jedenfalls kamen wir in München an und verbrachten 3 Tage und 3 Nächte im Englischen Garten. 3 Tage und 3 Nächte, die mich nachhaltig prägten. Denn was ich dort erlebte, das war einfach faszinierend. Da lagen Hunderte, ja Tausende junge Menschen friedlich im Gras. Man umarmte sich, herzte sich, küsste sich. Man sang gemeinsam Lieder von Friede und Freiheit, von Peace, Love, Happiness. Die Männer mit langen Bärten und wallendem Haar, die Frauen in bunten Kleidern. Manche zeigten ganz offenherzig ihre Brüste, und über allem lag der Duft von frischem Gras. Es war faszinierend. Ich erlebte faktisch 3 Jahre vor dem eigentlichen Ereignis, 3 Jahre vor Woodstock, mein ganz persönliches Woodstock. Spätestens da wusste ich, ich muss weg aus dem Ländle. Und 1968 war es dann soweit. I am going to San Francisco. People in motion. Some flowers
in your hair. Di-di-di-di-di-da-da-da-di-da. Ich verließ das Land und das Ländle und zog in die Großstadt, nach Graz. Jetzt geht der Rabe auf den Balkan. Jetzt geht er runter auf den Balkan, bliesen mir die Harder Dorfmusikanten den Abschiedsmarsch. Für die Vorarlberger war alles, was östlich von Vorarlberg lag, also spätestens östlich von Salzburg, war Balkan, tiefster Balkan. Und sie zeigten mir das auch immer wieder. Wann immer ich dann Besuch in Graz hatte, Verwandte, Freunde, Bekannte, und ich ihnen voller Stolz die Grazer Altstadt zeigte, Hauptplatz, Herrengasse, die Spurgasse rauf, die Sackstraße rein, Fuße des Schlossbergs, die Stufen hoch, Uhrturm, dann hieß es, jetzt schlug dir einmal das an, die Häuser alle grau, schwarz, dreckig, die müssen wir doch einmal frisch anstreichen, oder? Und dort bröckelt auf ein Putzhaber, und wenn du abschaust auf die Dächer, jedes Dach hat andere Ziegel, und jeder Ziegel in einer anderen Form, in einer anderen Farbe, das tät's bei uns nicht gehen, da tät man eine Welletten mit Dächern auf und fertig, oder? Ich sag's ja, Balkan, typisch Balkan, oder? Ich kam also nach Graz, um hier zu studieren. Meine Eltern haben mir das ermöglicht. Mein Vater war im Krieg in Finnland, kehrte von dort zurück ins Ländle und baute in Vorarlberg die erste finnische Sauna im Westen Österreichs. Dazu einen Gastronomiebetrieb und einen Beherbergungsbetrieb. Ihm schwebte, obwohl man den Begriff noch nicht einmal kannte, ein Wellnesszentrum am Bodensee vor. Und ich, Erstgeborener, ich hätte dieses Wellnesszentrum übernehmen sollen. Also durfte ich in Graz an der Schule für Bewegung Bewegungstherapie studieren. Ich wurde zum Gymnastiklehrer ausgebildet, lernte die verschiedensten Formen des künstlerischen Tanzes kennen, Ausdruckstanz, Modern Dance, Jazz Dance, Step Dance, wurde in die verschiedensten Massagetechniken eingeführt, Lymphdrainage, Fußreflexzonentherapie, Akupressur, lernte Yoga, autogenes Training und vieles, vieles mehr kennen. Das Tolle an dieser Schule für Bewegung war, dass ich neben 15 Mädchen der einzige Bursche war. Und das noch tollere war, dass wir alle zusammen gemeinsam in einem Haus lebten, in einer Wohngemeinschaft, im Sprachgebrauch der 68er, in einer Kommune, in einem Haus der offenen Türen, in einem Haus der freien Liebe. Ich genoss es sehr, dieses Leben. Tagsüber studierten wir zusammen den Tanz und die Tanzerei, und die Nächte hindurch lagen wir beisammen und philosophierten über den Sozialismus und den Kommunismus, über den Marxismus, den Leninismus, den Trotzkismus, den Maoismus, und überlegten uns, wie es uns gelingen möge, eine neue Welt, eine bessere Welt zu schaffen. Mit meinem Weggang aus dem Ländle und meiner Ankunft in Graz fiel ich also von einem Extrem ins andere, von Karl May zu Karl Marx, von die Bibel zu das Kapital, von Schaffer Schaffer Hüslebauer zu Ho, Ho, Ho Chi Minh, von der Prüderie der bürgerlichen Gesellschaft zur freien Liebe in der Kommune. Wie gesagt, ich liebte dieses Leben. Ich hatte die Mädchen gern und die Mädchen hatten mich gern. Eines dieser Mädchen hatte ich ganz besonders gern. Wir heirateten sogar.
jetzt nicht unbedingt nur allein der Liebe wegen, vielmehr eigentlich Bruno Kreiskis wegen. Ja, der war auch so ein Produkt der 68er Jahre, nach Jahren, ja Jahrzehnten der tiefschwarzen Diktatur kam endlich ein Roter an die Macht, einer, der versuchte, alles radikal zu verändern. Unter anderem drückte er jungen Paaren, die sich trauten, 15.000 Schilling, bah, auf die Hand. 15.000 Schilling, das klingt jetzt heute nicht unbedingt sehr viel, das wären gerade mal gut 1.000 Euro, also davon kann ein junges Paar heute nicht mal einen Monat überleben. Wir schafften es damals mit 15.000 Schilling ein halbes Jahr über die Runden zu kommen. Also nahmen wir das Geld gerne und dankbar. Wir blieben aber weiter in der Wohngemeinschaft wohnen, im Haus der offenen Türen, im Haus der freien Liebe. Eines Tages wurden wir sogar schwanger. Trotz Pille, wir wissen heute noch nicht, wie das geschah, wahrscheinlich weil die Pille noch relativ jung war, unerforscht. Jedenfalls waren wir schwanger. Und wir beschlossen, alle gemeinsam, also die 15 Kommunardinnen und der Kommunarde, dieses Kind kommt auf die Welt. Denn dieses Kind wird gemeinsam mit den anderen Kindern seiner Generation die Welt verändern. Dieses Kind wird nämlich anders erzogen, als wir erzogen wurden. Dieses Kind wird antifaschistisch, antikapitalistisch, vor allem aber antiautoritär erzogen. Sag mal, Herr, die Kunst der antiautoritären Erziehung, das meistgelesenste Buch der 68er-Bewegung, neben dem Kamasutra und der Mao-Fibel. Genauso kam es dann auch. Die kleine Claudia Maria Katharina Anna Luise Sophie, ihr Mehrfachnamen, vor allem altdeutsche Mehrfachnamen, waren damals gang und gäbe. Frag mich nicht, warum, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde die kleine Claudia Maria Katharina Anna Luise Sophie anti-autoritär erzogen. Ohne Zwänge, ohne Verbote. Da gab es sie nicht, diese dummen Sachen von »Lass das sein«, »Putz dir die Nase«, »Wisch dir den Arsch ab«. Da gab es sie nicht, diese reaktionären Märchen von Rotkäppchen und den sieben Zwergen. Da gab es sie nicht, diese saudummen Lieder von »Schlaf, Kindchen, schlaf, alle meine Entchen, weißt du, wie viel Sternlein stehen«. Da gab es Lieder der ganz anderen Art. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Das habt ihr jetzt aber nicht wirklich ernst genommen, oder? Nein. Natürlich haben wir diese Lieder nicht für unsere Kinder gesungen. Für unsere Kinder haben wir unsere Kritik an der bürgerlichen Welt, unsere Kritik am Kapitalismus in einer sehr kindergerechten, kinderverständlichen Sprache aufbereitet. Jetzt hör mal gut zu, kleine Claudia Maria Katharina Anna Luise Sophie. Dies ist die Geschichte von einem jungen Mann, der die Welt veränderte. Dies ist ein Lied von unserem Freund Dieter Süverkrüb. Das Lied vom Baggerführer Willibald. Es ist am Morgen kalt, da kommt der Willibald und klettert in den Bagger und baggert auf dem Acker ein großes, tiefes Loch. Wum, wum. Was noch? Na ja, so fängt das an, dann kommen alle Mann. Sie bauen erst den Keller, dann bauen sie immer schneller. Was kommt dabei heraus? Zack, zack, ein Haus.
und in das Haus hinein ziehen feine Leute ein. Die Miete ist sehr teuer, kostet 700 Eier. Wer kriegt die Miete bloß? Der Boss. Der Boss kommt groß heraus. Dem Boss gehört das Haus. Dem Boss gehört der Acker, der Kran und auch der Bagger und alles, was da ist. So ein Mist. Der Boss steht meistens rum und redet laut und dumm. Sein Haus, das soll sich lohnen. Wer Geld hat, kann drin wohnen. Wer arm ist, darf nicht rein. Gemein. Der Willi Ball kriegt Wut. Er sagt, das ist nicht gut. Er steigt auf eine Leiter. Hört her, ihr Bauarbeiter. Der Boss ist, wie ihr seht, blem, blem. Zu blöd. Sein Haus, das bauen wir. Was kriegen wir dafür? Der Boss zahlt uns den Lohn aus. Die Miete für sein Wohnhaus, die ist in unserem Lohn. Nicht drin. Das hat doch keinen Zweck. Der Boss geht besser weg. Dann bauen wir für uns selber ein schönes Haus mit Keller. Da ziehen wir alle ein. Ja, ja. Auf ein. Wie Willi Walter sagt, so wird es auch gemacht. Die Bauarbeiter legen los und bauen Häuser schön und groß, wo jeder gut drin wohnen kann, weil jeder sie bezahlen kann. Der Baggerführer Willi Walter baut eine neue Schwimmanstalt, da spritzen sich die Leute nass. Das macht sogar dem Bagger Spaß. Und jetzt? Liebe Kinder, braucht der alte 68er dringend eine Pause.